Willkommen zurück zu meinem Let's Play Card Hunter. Das wird die letzte Folge sein, die ich aufnehme. Deswegen könnte sie auch etwas länger werden. Wir werden nämlich dieses Mal ein Level 6 Adventure of House probieren. Schauen wir mal. Ja, vielleicht auch ganz kurz meine Eindrücke zu diesem Spiel. An und für sich muss ich dazu sagen, jo, soll sein. Es ist für das, dass es ein Gratis-Spiel ist, ja eh ganz nett. Ich glaube nicht, dass es mich sehr lange fesseln würde und dass ich so lange gespielt habe, wie ich jetzt gespielt habe. Liegt einfach nur daran, dass ich das Let's Play aufnehmen wollte, um noch möglichst viel nachzuschauen. Es ist zumindest bis jetzt nicht sonderlich herausfordernd gewesen. Es gab vielleicht den einen oder anderen Kampf, der ein bisschen schwieriger war. Das System an und für sich wäre ganz nett, aber es gibt einfach zu viele Karten und man kann nicht gut kombinieren. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das noch besser, wenn man länger spielt. Immerhin gibt es da einige Karten, die sauteuer sind. Ich weiß nicht, wie ich mir jemals allerdings diese Karten um 2000 Goldstücke leisten kann, wenn ich immer nur um die 80 bei mir habe. Wahrscheinlich müsste ich mir da reales Geld reinsetzen, damit ich da ein bisschen Chancen hätte, da etwas bessere Sachen zu kaufen. Oder, weiß ich nicht, irgendwann mal sollte es auch möglich sein, dass man die ganze Uralt-Ausrüstung verkaufen kann. Na gut, schauen wir mal. Wie heißt das Ding? The Tavern is awash with stories of a secret cache of precious stones hidden in the hills by a clan of kobolds. All that stands between you and the diamonds of the Gushstone Canyon Bines, pardon, meine Herrschaften, are a clan of sneaking kobolds. Naja gut, Kobolde sollten wir ja wohl fertig machen können. These furtive but deadly creatures have reopened the long forgotten mines and even now are chipping away at veins of precious gemstones. Warte mal, wir bekämpfen irgendwelche Typen, die Diamanten abbauen, nur weil sie hässlich sind. But an end to their unlawful operation and seize the diamonds. Put an end the diamonds for yourself. Wieso unlawful? Die war geschlossen, nur weil die dort reingehen? Ach Gott. Actually, the office of the game's master brings with it weighty responsibilities. Gary, are you ready, little brother? Weiß ich nicht. You travel through the rocky and dangerous lowland hills leading to the mountains. The mines can only be accessed via the gashed stone pass, a passageway so narrow that legend has it that a band of adventurers once defended it against an entire army of goblins for 3 days. The kobolds have heavily fortified the pass, aware that it holds the key to their defense of the mine. With blood-curdling cries, a horde of kobolds charge you. Defend yourself. Na gut. Schauen wir mal. Encounter! Na, das sind aber viele. Kobolds press upon you from all sides, pouring forth from the twisty little passage is of the mine. Okay. Viele, viele, viele Kobolds. Okay, recht viele Subs. Ja, das bringt leider nicht allzu viel hier, weil die sind eher schwach. Ja, vielleicht für die da hinten dann. Mhm. Simple Strikes, ne? Was ist das? Wir geben das natürlich unserer Magierin. Weil die sollte dann. Thank you.
Hey, was soll das? Der kann das blocken. Block any. Na okay, das reicht eigentlich eh. Na super. So, mit dem Sepp kann sie 7 Punkte Schaden machen. Und wir schaffen das nicht. Wir sind solche Wappler. Wir könnten den Elfer da killen. Vielleicht. Das müsste eigentlich funktionieren. So. Und nächste Runde. Wäre schön, wenn wir jetzt irgendwie was Karten kriegen würden, die mehr Rums machen. Maneuver trait attached to self duration 2. When you take damage from an enemy card, draw a card. Was kommt da unten? Take 2 psychic damage for each character within 2 squares. Point of damage this attack does heal 1. Okay. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, sie macht mehr von diesem Sap-Damage. Ich glaube... Two-Damage. 2 Schaden mehr. Das heißt, wenn ich einen Short-Spark mache... ...auf ihn... ...tot sein. Wozu hat der Zwerg überhaupt eine Rüstung? Wir werden dem Zwerg außerdem den Frenzy geben. Weil er macht dann nämlich da 4 und 6 Punkte Schaden. 4 und 6 sind, sind nur 10. Schade. Schade. Versuchen wir das mal. Dann wären die nämlich... Das sind auch nur 10, verdammt. Hörst du auf? Sehr gut. So, die sind wir mal los. Diese Kobold-Langers, was auch immer. Das da hin. Und dann Endround. Ah!
Immerhin eins von den Dingern hat geholfen. So, was kann das da? Armor One Keep. When you play a move card, add 2 to its move points. Ah, okay. Was kannst du? Whenever you take damage, you discard your oldest magic card. Na super. Wir machen überhaupt keinen Damage. Ah, doch. Ja. Du bist. Was kann das da? Do 2 crushing melee damage to every enemy adjacent to you at the start of this move. Ah. Das klingt ja cool. Schade nur, dass nur einer da ist, den sie crushen kann. Ja, das war's mit meinem Zug. Ich habe nur Bewegungskarten. Na, gib bitte. Könnten wir mehr Schaden machen? So, mit dem Penetrating werden wir mal den einen da erledigen. Der hat 8 Punkte. 3 und 5. Nein! Au! Ah, geh bitte, das gibt's ja wohl nicht. Blöde Blockkarten. Der Würfel hat das 6er. Gibt's das? Ärgerlich. Bewegungskarten brauchen wir in dem Fall nicht unbedingt. Mob Attack. When this card does damage, increase this damage by 1 for every ally within 2 squares. Immerhin. So, wie viele Lebenspunkte hat er noch? 3. Das heißt, mit dem können wir. So, das war mal der erste. Einmal nicht geschafft. Able Bludgeoning. So, na dann. Ouch. So, was wäre das?
so schwer war das jetzt nicht. Ich habe so irgendwie geschummelt, aber yes. Naja. I have built my reputation as a leading game master on my strict adherence to the letter of the law. Hm. The pass is littered with the corpses of dead kobolds. Yep. The Welchers will feast tonight. This bleak mountain pass is no place to rest. You follow the single path leading up the mountain towards the mine. Aber vorher nehmen wir noch alles mit, was drin ist. Ooh, ein Level 6 Common Divine Skill. Light Heal, Minor Heal. Und Healing Spirit. Was kann das? Dann haben wir den, okay. Das sind Heilsachen. Holy Presence. Okay, was kann das? Also das kann man schon. Das hat der Kind schon in der Hand, sowas. Ugh. You must learn to respect the cold, hard logic of the die rule. Okay. It will provide certainty in a sea of narrative ambiguity. The entrance to the mine is guarded by a group of kobolds busy at a game of dice. They are impossible to surprise due to the presence of several armored pigs, which are aggressive and territorial guards. Naja, die Schweine sind super. Wir lieben Schweine. Die wollen wir nicht kill. Okay, da müssen wir ambush! With a chorus of terrifying oinks, the savage war pigs attempt to distract you from your mission. Was? You must play a trade. Achso. Sehr gut. Da müssen wir hin, offensichtlich, oder? Kann das sein? Wimpy. Ah, das ist nett, dass ihr näher kommt. Na, okay, schade eigentlich. Schade eigentlich. Aber nachdem wir Schaden genommen haben, können wir uns gleich heilen damit. Spark machen. Ah, 4 Schaden sogar, verdammt. Nein. So, nochmal der erste. Geblockt. Einmal. Ach, das ist ja schrecklich. Der Lohner ist ja fürchterlich. Was kann das schnell? Unblockable, penetrating.
Langing Blash Bash Step 1 Slide Back. Okay. Ist lieb von ihm, dass er das gemacht hat, weil. Diese Schweine, sie kommen näher. Okay. Bringt das eigentlich Punkte, dass wir das jetzt behalten? Tatsächlich, es bringt uns Punkte. So, was haben wir weg? Das da. Eigentlich kann uns das ziemlich. So. Hörst du auf mich zu pressen, du Schwein, du. Arg. So, wie ist das mit dir? Triffst du ihn? Armes Schwein. Eigentlich egal. Das ist wirklich egal. The guards and their porcine pets slain, you may now enter the mine and start plundering in earnest. Wir haben die Schweine nicht geschlachtet. Diese Schweine sind einfach cool. Wir haben Treasure gefunden, das wir für 2 Gold verkaufen können. Echt jetzt? No! We game masters will bend Lady Luck to their will. I despise such weaklings. Okay. Ugh. They lack the moral fortitude to stand up and cry, I rolled a 1. Except that your 18th level character is dead. Never fear to do the right thing, Gary. Never give in to the demands to make the game fun. Okay. The mine is a series of small and interwoven tunnels. The tunnels are dark and cramped, and those conditions favor the diminutive kobolds. Naturally, this is where they choose to attack in force. Kobolds are greedier than goblins, or even dwarves, so will not give up their riches without a fight. Okay. Wie bestehen sie jetzt gerade? Sie klar, dass sie da kämpfen wollen, werden müssen. Encounter! Kobolds are busy mining, but unfortunately you fail to surprise them. Unerwartet. Okay. Na, besonders gut sind wir ja nicht. Was das da betrifft, machen wir mal ein paar. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Okay, machen wir noch ein paar. Ich glaube, das können wir uns leisten.
Die sollen ruhig zu uns kommen. Das war sehr gut. Na, dass wir Rüstung haben. Tschüss mit dir. So was, die kommen eh her zu uns. Na gut, 8 Punkte Schaden. Ein Light Heal. Fünf und drei. So, dann wir könnten natürlich einen Fire Spray machen. Shambling Bash. Okay. Puh, bist du wahnsinnig. Das hat einen ganz schönen Schaden gemacht. So, wie viel noch? 11 Punkte. Das macht. Das hält 3 Punkte Schaden. Und tschüss. So. Wäre schön, wenn wir noch mehr Schaden machen würden. MVP. Elfmann. So. Wir machen nicht viel Schaden. Was kann das? Pray it's far enough. When targeted by an enemy from front, move back to. Na okay. Das bringt in unserem Fall nicht allzu viel. So, der bleedet noch. Der kriegt noch 2 Punkte Schaden. Burning Damage. Nächste Runde. Wenn wir ihn überleben lassen hier. Das heißt, wir sollten eher auf den hier mal losgehen. 5 und 3. Ja. Mist. Wie viele Lebenspunkte? 7.
Irgendwie, oh, mein Server ist schon wieder ausgefallen. Wir tryen again. Wir tryen again. Immerhin merkt er sich wenigstens, wo wir waren. Das ist nett. Obwohl, sehr glücklich bin ich mit dem nicht, was wir da haben. Es sind noch zwei volle Krieger. Healing Pulse, das wäre schön. Avenge me! Wenn wir es spielen hätten können. Au, das ist nicht gut. Das halte ich nicht aus. Immer Glück. Das war eine kurze Runde. Ja, hörst du auf? So, jetzt mit Essen. So, wir machen da 3, 6, 9 Punkte Schaden. Können wir den eigentlich auch näher holen? Tatsache. Ja. Die haben wahrscheinlich außer Run keine Fähigkeiten. Na okay. Okay, mit dem Big Zap. Könnten wir das bitte lassen? Okay. Wäre irgendwie nett, wenn man eigentlich auch Gebüte. Echt jetzt? Au. Immerhin. Feigling. Das und das.
sie zuerst gespielt habe. Okay, er könnte noch einen Angriff haben, aber wir haben noch ein Pferd. Mit etwas Glück. Das war jetzt knapp. Das war mal knapper als wir wollten. Okay. Herrschaften, wir haben. Okay, Melvin. It seems a bit harsh, though. I mean, what happens if a player fails his saving throw? What? Does that mean 2 years of campaigning get wiped out because of one unlucky die roll? Yo, so is this. The kobolds could do little against your superior force. Naja, um ehrlich zu sein, das war schon ziemlich knapp. Of arms, and you are free to search the mines. Unfortunately, the kobolds have escaped with some of their wealth. However, you do find a chest that was left behind in the panic. Okay. Okay. Wir finden die Chest. Wir finden. Ooh, you finally got a powerful item that you can use. Your power token to equip. You can see any power tokens needed when you mouse over an item. Okay, epic weapon, the Trox's Bane. Ja, schaut ganz lustig aus. Würden wir vielleicht dem Dörken. Ah, der kann nicht, weil. Aber sie kann noch. Nein, sie kann nicht. Okay, das heißt, wir müssten diesen Matzelhelm absetzen. Wird dieses Ding hier durch dieses ersetzen. Sehe ich das richtig? Schaut fast so aus. Okay. Was haben wir da noch? Light Blue Shield. Hunting Boots und Satin Pyjamas. Zum Verkaufen. Eine Rare Treasure. Na immerhin. Dafür kriegen wir 40 Goldstücke. Nicht, ob das so toll ist. Das hier ist gar nicht mal so schlecht. Immerhin kriegen wir einen Wicked Shot. Naja, okay, doch, es ist schlecht. So, das heißt, für den Helmet müssen wir uns was anderes überlegen. Wir brauchen einen neuen Helmet. Na gut, die Herrschaften. And now. Reluctantly, the Kobold leader reveals the location of another mine to the north. The White Star Diamond could be there. Oder da. Hey! Noch ein Renown up. Na gut, Herrschaften. Wir haben das Spiel gesehen. Ihr seht, wie es geht. Es ist voll mit schlechten Stereotypen über Rollenspielern. Und ich kann das beurteilen. Immerhin spiele ich auch Pen and Paper ab und zu. Ja, aber es ist gratis. Also wenn ihr solche Spiele mögt, nur zu. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Spiel. Ich habe mir vorgenommen, ich werde ab übermorgen wieder Victoria 2 spielen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, eine etwas anspruchsvollere bzw. schwierigere Kampagne als das letzte Mal. Ich meine, mit Österreich zu spielen ist so irgendwie, so nach dem Motto, ist eine Lulu-Partie, weil Österreich hat so gute Vorteile in dem Spiel, dass eigentlich kaum möglich ist, mit Österreich irgendwie was falsch zu machen. Diesmal habe ich mir gedacht, ich werde mit Punjab spielen. Das ist so ziemlich der einzige Staat, bei dem ich mir vorstellen kann, dass sie Indien gründen können. Wir werden sehen, ob das funktionieren wird. Jo. Auf jeden Fall, ich hoffe, wir sehen uns.
bei einem anderen Let's Play. Bis dann und tschüss.